Ida Börjel. Einleitende Bestimmungen. Paragraph 4. Aus dem Schwedischen von Paul Berf. Paragraph 4d. Der Käufer weiß, dass es ein Blendwerk ist. Das ist es, was er sich ersehnt, nicht das Leben wirklicher zu machen, sondern es weniger wirklich zu machen. Der Traum, das Fantastische, Rosen. Paragraph 4e. Der Käufer strebt nicht nach Wahrheit, sondern nach etwas, das funktioniert. Der erste Absatz gilt nicht, wenn das Gegenteil gilt. Paragraph 4f. Es ist für den Verkäufer schwer zu wissen, wie der Käufer denkt. Ikea-Lurik. Und wer wird am Bällchenbecken sehnsüchtig erwartet? Der Heiland. Kaum gestartet, blieb er zwischen Elchen stecken. Der Wald. Katalogtext und Ausstellungshinweis. Der Wald im schweren Grün seiner Innenausstattung und still wie ein Jäger, ehe er abdrückt, ist mir entschieden zuvor militärisch. Überall Stacheldraht im roten Kleid vergitterte Hardwood, der Boden tänzelt und dann Befehler der Amsel hart aus einem Hinterhalt in der Schonung gezittert. Hier draußen herrscht Echtzeit, Geliebte, bis zur Zecke im Haarteil, alles im Schlachtstand. Das schmutzige Holz, eben noch Stamm mit beschnittener Rinde, aus der gelbes Blut in den Harztopf tröpfelt, dort bereits eine Kindersitzgruppe, ein Doppelstockbett oder Schreibtisch. Sehr überzeugend, dieser Anblick künftiger Gebrauchsgegenstände. Am Ende landet das alles, ob es kneift oder stachelt, im neuen IKEA-Katalog. Nichts zu machen, ihr pissenden Ungeheuer, wir dampfen euch ein. IKEA-Katalog von Jürgen Miedl. Wir so nach sollten Ganzheit streben, nicht wohnen mehr bloß, sondern leben, dass wir nie eh dir glaubten, weil ja doch ein gewöhnlich fehlt Teil. Leander Sukow. Über die Reaktionen auf das Gedicht »Was gesagt werden muss« von Günter Grass. So also kommt ihr an das Innere von Gedichten jetzt, mit dem Schraubenzieher. Denn das ist euch ein Gedicht nun. IKEA-Regal, Möbelstück in der Möblierung eurer gutbürgerlichen Wohnung. Es soll aufgebaut werden in der Ruhe der guten Stube. Da schraubt ihr also am Gedicht, bis es zerfällt in seine Einzelteile. Und dann moniert ihr die fehlerhafte Montage. Terrabella. Gedichte gegen das Alltagsgrau. IKEA-Liebe.
IKEA heißt vor allen Dingen, wer kann davon kein Liedchen singen, sich selbst die letzten Nerven rauben, beim Möbelbau zum selber schrauben. Ob Billy, Bonde und Konsorten, Gefluche hört man aller Orten. Schmeißt man vor Wut beim Möbel, schmeißt man vor Wut beim Zeug, schmeißt man vor Wut, schmeißt man vor Wut. IKEA. Wir haben die gleichen Lampen, die gleichen Bücherregale, die gleichen Schränke, kaufen die gleichen Bücher, die gleichen Autos, die gleichen Klamotten, haben die gleichen Träume, die gleichen Ängste, die gleichen Leben. Manchmal frage ich mich, wer ich bin. www.sommeraufdemdach.de Keine Ahnung, ob das Liebe ist. Keine Ahnung, ob das Liebe ist. Doch wenn es Liebe ist, dann liebe ich es. Halt jetzt kurz still, sie im Dunkeln, mir brennt sich dein Bild gerade ein. Beweg dich nicht, sonst verschwimmt es, dann könnte das ja jeder sein. Ich weiß, wir sind beide nicht für immer, aber immer, wenn ich an dich denke, denke ich, dass nur ich, aber außer mir auch keiner auf der Welt in dein IKEA-Holzbett passt. Poeng von IKEA. 10 Euro Verhandlungsbasis. Ein Kassenschlager-Klassiker. Holz, Stahl, Stoff. Es ist nicht mehr, hat ein paar Stellen, paar Dellen. Ich muss gestehen, dass er schon lange besteht. Es ist davon auszugehen, dass er irgendwann vergeht. Noch schwingt er toll. Und federt locker. Es ist ein Sessel, doch er haut mich vom Hocker. Thank you.